Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen mal rein, Leute. XRP heute bei 37 Cent, das heißt also wieder ein bisschen nach unten. 0,8% ist jetzt eigentlich normale Schwankung im Markt, ne? Hier ein bisschen einmal so eingebrochen, aber insgesamt, wenn man das Bigger Picture betrachtet, ist das eigentlich wirklich nicht viel. Eine Schwankung zwischen 37 Cent und 38 Cent ist nicht der Rede wert, meiner Meinung nach. Genau wie bei Bitcoin hier immer noch über 23.000, aber auch nicht wieder großartig nach oben gegangen irgendwie. Bevor wir aber in das Video reinstarten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ich habe letztens gesehen, dass ein Typ extra immer keinen Like gibt, wenn ich das sage. Das ist natürlich ein bisschen schade, von daher, ich würde dich bitten, das heute zu machen, aber ihr müsst auch nicht, Leute, ist okay. Die News gibt es nämlich trotzdem, und zwar als erstes haben wir hier Barbe Kax, und zwar haben wir hier einmal das Hall of Fame Material, schreibt er hier. Der Sir Clown hat hier nämlich geschrieben, dass ganz viele XRP-Chiller, und dazu zähle ich mich ja auch, ne, in der Richtung, ich berichte auch über XRP und auch die YouTuber und so weiter, die betreiben alle Clickbait und Hopium und so weiter in der Form, dass sie jetzt behaupten, dass es da irgendwie Verbindung gäbe zwischen XRP und BlackRock. Aber die gibt es angeblich gar nicht und hahaha, das kann alles gar nicht sein, ne? Ihr zieht da irgendwie Connections, wo keine ist oder keine sind. Und sagt dann hier, nur zur Information, BlackRock hat nichts, zero zu tun mit XRP, aber 100% zu tun mit Bitcoin. Entschuldigung dafür, schreibt er an die XRP-Community. Und dann haben wir hier einmal Robbie Mitschnick, Head of BlackRock Digital Assets und ehemaliger Ripple Executive. Ja, nee, also der hat auf jeden Fall gar nichts mit XRP auch zu tun, der hat bestimmt auch noch nie davon gehört, ne? Der kennt sich da überhaupt nicht aus und die haben noch nie mit Ripple gesprochen einfach, also da muss man echt sagen, so wirklich hier Hall of Fame Material und das ist ja wirklich aktuell, ne? Es ist nicht so, dass er das vor 3 Jahren gepostet hat oder sowas halt, das kam gestern, vorgestern in der Richtung raus, hier auch mit dem, hat nichts zu tun mit XRP. Ja, wäre ich auf jeden Fall immer vorsichtig. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Follower oder so der hat, aber da wurde er aus meiner Sicht von Barbe Kax sehr, sehr hart gerackt. Und dann schreibt Barbe Kax weiterhin, dass der XRP-Kalkulator, der zeigt, dass XRP auf $10.000 gehen kann, der online ist, der wurde entwickelt basierend auf einem mathematischen Modell von diesem ehemaligen Ripple Executive, der jetzt der Head of Digital Assets bei BlackRock ist. Postet er hier und dann great work an den Kollegen hier, Shoutout, wer auch immer das ist, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr akkurat und sehr passend hier, ne? Von daher, da muss man wirklich drauf schauen, ja, dass da die Verbindung wirklich auch besteht, sage ich mal, oder zumindest nicht unrealistisch, sagen wir es so, ne? Ich will nicht sagen, hier safe und dass alles zusammenhängt und so weiter, ne? Alles gut, muss teilweise nicht sein, ne? Also nicht 100% Absolutheiten hier, aber trotzdem zu sagen, dass da keine Verbindung und so weiter besteht, absolut unsinnig aus meiner Sicht und ja, das ist einfach nicht unrealistisch, sage ich so. Auch nicht unrealistisch ist hier aus Brett Gardinghouses Sicht, dass der ganze Case, die ganze Klage hier bald zu Ende ist. Und zwar wird hier ab 2023 gesprochen. Das heißt also, wir haben jetzt öfter schon die Aussage gehört, Ende des Jahres, ne? Und wir sind echt Ende des Jahres, ist gar nicht mehr so weit hin, wenn man mal das bedenkt, ne? Wir sind schon im August. Könnt ihr euch noch daran erinnern an Silvester und so? Ist echt schon sehr, sehr schnell vergangen, die Zeit. Ich weiß eben, wie sagen das immer alle. Aber wenn man so überlegt, ey, die Zeit ist echt schon so ein bisschen geflogen jetzt insgesamt, ne? Von daher, jetzt sind wir schon im August, fast wieder Ende des Jahres und sind schon fast in 2023. Ich bin sehr gespannt, was da kommt und natürlich, die Klage ist hoffentlich mal bald vorbei. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, wir haben jetzt natürlich auch schon sehr lange gewartet und ob es jetzt einen Monat länger ist oder nicht, ist wahrscheinlich auch für die meisten dann egal. Dann haben wir hier Barbe Kax, es soll zwar keine Werbung sein hier, aber er hat jetzt anscheinend einen XRP-Discord, Barbas XRP-Discord. Hier hat man verschiedene Vorteile und so weiter, erinnert mich so ein bisschen an Patreon, wenn ihr das kennt, mit so verschiedensten Perks. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und da kann man echt einiges abstauben an irgendwelchen Goodies und so weiter. Teilweise auch hier so ein Members-Only-Chat und auch gerade diese Timeslots mit Barber direkt im Call sind auf jeden Fall interessant. Ihr könnt gerne mal, ich glaube hier genau, die letzte Ultimate-Version ist Priority Contact on Demand. Ich weiß nicht, ob das direkt heißt, dass man quasi Kontakt zu Barber Kax direkt hat. Ne? Für $40 finde ich das tatsächlich gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, dass der wirklich tausende Follower hat, sage ich mal. Und wenn sich davon in Anführungsstrichen nur, dass jetzt, sage ich mal, so 30, 40 Leute holen, da musst du ja auch einiges nehmen an Zeit, sage ich mal, um das zu beantworten. Also, wenn das wirklich zu Barbe Kax zeigt, ist schon crazy. Von daher, zumindest hier bei dem Tier 3 gibt es einen Timeslot mit Barbe Kax, wo man da mal quatschen kann irgendwie oder so. Wenn ich mir das mal holen soll und da mal ein Video vielleicht aufnehmen soll mit ihm, wäre auf jeden Fall sehr wild, dann sagt mir da gerne Bescheid. Dann kann ich das ja vielleicht mal holen, insofern das real ist. Aber ich glaube schon, ne?
Ich glaube, dass das real ist, dass es kein Troll ist. Von daher, ja, dann könnte man mal eine kleine Folge, eine kleine Session mit Barbe Kax hier einbauen. Das wäre bestimmt eine coole Sache. Dann haben wir den Mr. BXRP. Er steht hier in San Francisco und zeigt seinen Support für XRP und öffnet die App und kauft ein paar XRP. True Story, ne? Also er stand hier und hat dann so ein bisschen ja, den Support rausgeholt, sozusagen. Ziemlich, ziemlich stark. Dann haben wir ein Thema und zwar von James Rule XRP. Und zwar, dass die UK, also United Kingdoms, gerade so ein bisschen gemixte Signale schickt, sozusagen. Ne? Also machen die gerade, aber kann es sich eigentlich nicht leisten. Ne? Wir haben hier so ein bisschen dieses gemixte Signale, ne? Grün und Rot und so. Und man weiß nicht so richtig, okay, sind die jetzt immer noch so kryptofreundlich? Wir hatten das ja schon mal im Video vorgestern oder gestern, glaube ich, dass ja auch da andere Länder gerade gemixte Signale schicken, obwohl es eigentlich nicht ganz sinnvoll ist gerade, beziehungsweise es ist nie sinnvoll natürlich, ne? Aber die haben so ein bisschen diesen Crypto-Friendly-Status wieder revoked und weggenommen. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man sich da nicht so ein bisschen wie so andere Länder, die zum Beispiel Bitcoin gerne mal bannen, ihr wisst, was ich meine, dass die da nicht so ein bisschen auch in diese Situation kommen und dann sagen, immer so, Krypto ist richtig geil, wir befürworten das, wir sind der Top-Staat, der das immer super mithelfen will und da super supporten will und wir sind so kryptofreundlich. Und dann, wenn es mal schlecht läuft, dann sagen die, nee, Bitcoin und Krypto und so, Verbot, das geht gar nicht, das ist ein Scam, das ist alles nur Betrug sozusagen, ne? Von daher, da muss man echt ganz klar aufpassen und da auf so ein Spiel sollte man sich niemals, nie, nie, nie einlassen. Dann kommen wir immer weiter zu Flare, es wird immer näher, XRP Crow postet hier einmal nochmal die Ratio, ihr wisst Leute, für jeden XRP, den ihr damals gehabt habt, habt ihr auch ungefähr einen Flare bekommen, oder also bekommt ihr dann den, ne? Distribution Date ist im September, das heißt also, jetzt sagen wir mal 3, 4 Wochen, so würde ich schätzen, dann wird es hoffentlich live gehen, beziehungsweise dann ist das Flare-Netzwerk im richtigen Modus quasi live und dann werden auch die ersten 15% Flare initial ausgeschüttet. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das werde ich auch nochmal groß natürlich hier auf dem Kanal bewerben dann. Ne? Ist natürlich auch Free Money für uns. Von daher super, super coole Sache und ja, da kann man sich drauf freuen. Dann eine super spannende Sache. Da wollte ich einfach nochmal so ein bisschen in die Tiefe reingehen von Matt Henderson. Und hier geht es einmal um einen OTC-Trade, also quasi einen Trade außerhalb des Marktes sozusagen. Ne? Und das ist echt eine spannende Sache. Das gibt es ja auch manchmal so. Ne? Ich sag mal, jemand möchte die Coins kaufen und ich möchte meine Coins verkaufen beispielsweise. Und das möchte ich nicht über den Markt machen, weil da habe ich vielleicht irgendwelche Gebühren. Ne? Das gibt es ja auch immer, sage ich mal. Ne? Und gerade bei solchen größeren Transaktionen ist das ja auch immer so ein bisschen ein Problem, weil das natürlich schon einen größeren Preisimpact haben könnte. Ne? Und es ist eben so, dass hier ein OTC-Geschäft laufen sollte. Und was man normalerweise macht, ist halt eben, dass, wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir haben zwei Parteien, einen Käufer, einen Verkäufer. Und in der Mitte ist noch ein sogenannter Mittelsmann. Ne? Und der quasi behält von beiden Seiten die Assets, sage ich mal, und gibt die dann eben an den jeweils anderen. Ne? Also ganz, ganz klar, wir haben quasi eine vertraute dritte Partei, so, und ich schicke meine Coins dahin, der andere schickt das Geld dahin, dann hat diese eine Person erstmal beides und dann wird quasi das Geld an den anderen geschickt und die Coins an den Käufer sozusagen. Ne? Ganz, ganz logisch und so macht man es am einfachsten aus meiner Sicht. Und hier scheint es jetzt eine neue Scam-Methode zu geben, ne? In der Form, dass es quasi auch Social Engineering quasi ist. Und zwar läuft das Ganze folgendermaßen. Der Typ wollte einen Coin verkaufen und hat dann sich mit dem Typen, mit dem Käufer darauf geeinigt, dass die quasi das auch über eine dritte Partei machen. Dann irgendwie hatten die einen ausgesucht, Steve heißt der, und das war anscheinend für beide in Ordnung, ne? Weil der muss ja quasi von beiden vertraut sein. Die haben dann erst eine Gruppe aufgemacht, wo die vorher zusammen gequatscht haben, eben meinten, hey, ja, wir wollen jetzt eben den Trade machen, alles cool, können wir machen. So, dann haben die eine Discord-Gruppe erstellt und der Haken an der Sache war aus seiner Sicht, dass der Käufer quasi, der ihn scammen wollte, der hat diese Gruppe erstellt und hat noch seinen Kumpel eingeladen, seinen Businesspartner, seinen Geschäftspartner Gerald hier noch eingeladen sozusagen. Und dann ist Folgendes passiert. Der Käufer hat vorgeschlagen, dass der Verkäufer hier, also er, quasi seine Coins an den Mittelsmann schickt, damit eine Coin-Test-Transaktion an den Käufer geschickt und dann schickt der Käufer quasi diese Coins an den Verkäufer direkt. Und dann schickt der Mittelsmann sozusagen die Coins an den Käufer. Und das
Problem ist eigentlich daran an der Sache, oder das Komische ist eigentlich, dass normalerweise würde ja der Käufer sein Geld an den Mittelsmann auch schicken, aber das ist nicht passiert. Er wollte das direkt sozusagen zu dem Verkäufer schicken, was eigentlich unüblich ist. Dann ist ja der ganze Sinn von dem Escrow quasi obsolet. Ihr wisst, was ich meine. So, aber egal, es ist ja nicht schlimm, also darüber kann man ja auch nicht gescammt werden, weil der Typ ja zuerst das Geld schicken muss und dann bekommt er die Coins. Dann ist aber was Komisches passiert. Dann hat der Steve, also der Mittelsmann quasi, ihn hier privat angeschrieben über einen anderen Messenger und hat gefragt, ob er das schon wirklich schicken soll. Er hat aber noch kein Geld bekommen. Was der Jared gemacht hat, ist, er hat quasi diesen Matt hier, den Verkäufer, hat er quasi geblockt, dass man ihn nicht mehr sehen konnte, also er konnte nicht mehr schreiben. Dann hat dieser Jared, hat dann quasi sich das Profilbild und den Namen gemacht wie dieser Matt und dann so ausgesehen wie er und hat dann quasi in den Chat geschrieben, ja, ich habe das Geld bekommen, du kannst jetzt die Coins quasi schicken, also releasen sozusagen. Und das Einzige, warum sie das quasi entdeckt hatten, ist halt eben, weil dieser Steve schlau genug war, um nochmal über einen anderen Messenger zu schreiben eben, ne? Also eben nochmal privat. Und dieser Matt wusste natürlich überhaupt nicht, was abgeht und dachte, hä, nee, ich habe gar nichts geschrieben, ich habe noch kein Geld bekommen, bitte schick die Coins noch nicht, sozusagen, ne? Und dann, als das quasi so ein bisschen aufgeflogen ist, dann hat der Scammer noch probiert, der so aussah wie dieser Matt, und gesagt, ja, okay, wir sehen hier, das klappt schon alles nicht und so weiter, im Namen von Matt. Und hat dann den Mittelsmann ge gebeten, seine Coins wieder zurückzuschicken auf eine andere Adresse, die nicht seine war. Also quasi halt eine andere Scam-Adresse sozusagen. Ne? Zum Glück ist das alles so, glaube ich, nicht gekommen, weil die ja eben auch privaten Kontakt hatten über den anderen Messenger. Aber da muss man ultra aufpassen, fand ich eine richtig spannende Story. Wahrscheinlich das interessanteste von Scam und so weiter, was ich heute gelesen habe. Absolut. Und ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Die Scammer sind kreativ und sie probieren dann mit Social Engineering sowas von hinter sich zu führen. Passt da unendlich auf. Dann haben wir Barbe Kax und haben wir hier So Sick. Das ist echt ein sehr schönes Bild, eine sehr schöne Grafik. Was haben wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall so ein, ich glaube, das ist so ein, auch so ein Ballon oder sowas, womit der gelandet ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir hier natürlich den Astronauten mit 589 hier auf der Torte. Hier einmal in seinem Visier spiegelt sich das Ganze mit dem XRP-Logo. Und dann hier im Hintergrund, ziemlich cool, haben wir einmal das Flare-Netzwerk, dann das Songbird-Netzwerk und auch diesen FSTO-Provider. Best FTSO heißt der, ne? Genau. Also so ein Datenprovider auf dem Netzwerk. Ziemlich, ziemlich interessant. Und hier ist natürlich auch so ein Weihnachtsbaum. Es könnte auf Weihnachten hindeuten. Natürlich sehr, sehr offensichtlich. Ganz, ganz klar. Aber ja. Da muss man auf jeden Fall schauen. Schreibt dazu gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr denkt hier vielleicht und damit assoziiert. Dann haben wir Ashley mit ein paar Ripple Riddler Tweets. Good morning und good night. Mr. Pool postet ein paar mehr Smileys hier. Und hier gibt es dann einen Typen, der einfach random 13.9. runter postet hier. Also ganz ehrlich, wenn es am 13.9. crasht, ne, dann ist der Typ hier mit 0 verloren, aber der größte Ehrenmann ever gewesen. Ich werde meine Trades jetzt nicht danach ausrichten, aber mark my words, wenn es am 13. oder so am 12., 13. so in Richtung irgendwie crasht, dann ist der Typ hier der Ultimative. Und am Ende natürlich wie immer ein Fun-Tweet, und zwar hier von Thomas G. Und zwar hier, wie ich mich fühle, wenn ich auf meinen Bank-Account blicke. Und dann hier, wie ich mich fühle, wenn ich auf meinen Ledger blicke. Ja, hier der Rich Homer. Finde ich auf jeden Fall ein sehr nices Meme. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.